Moin Leute, Timex hier, wir reagieren auf, ja, ich muss schon sagen, eigentlich mein Lieblingsspiel of all time, was wir hatten, als Chef Strobel, Sascha, Hugo, Spendi und ich, wir hatten quasi eine Fünferkette im Sturm gespielt, nicht zu Beginn, aber dann. Das war ein unfassbar geiles Spiel. Ich hatte ja da leider nur komplette Lebensmittelvergiftung. Ich habe gekotzt aufs Feld, das hat man aber nicht gesehen in der Aufnahme. Ich habe gekotzt in der Halbzeit, ich habe vorm Spiel gekotzt und nach dem Spiel gekotzt und zu Hause gekotzt und habe die ganze Zeit Wasser geschissen. Aber ich wollte unbedingt spielen und es hat sich gelohnt. Es war einfach ein Traum. Das war so ein Gefühl. Ich lauf los, ich sehe Spendi auf der Außenbahn, Hugo neben mir und Sascha links neben mir und wir laufen zu viert auf die Gegner zu. Das war ein Bild für die Götter. Ich habe das noch nicht gesehen, aber alle haben, ich habe nur die Kommentare gelesen und die Leute haben unfassbar doll Sascha gefeiert. So, das gucke ich jetzt aber nicht in 84p. Aus Köln, wie ich, allerdings einen Zug später und der ist dann komplett ausgefallen und der daraufhin auch und da musste er nach Hannover fahren mit dem Zug und ist da von Spendi und Tayo mitgenommen worden. Und diese... Digga, es war das beschissenste Dreckswetter. Es waren 6 Grad, es hat dauerhaft geregnet, es waren trotzdem fast 1000 Leute im Stadion. Noch unterwegs, die werden... Das ist so geil, ich fasse es nicht. Das ist so geil, dass ihr da echt jedes Mal hinkommt. Dann läuft da die Champions League-Hymne im strömenden Regen. 10. Liga in Hamburg. Eigentlich pünktlich zum Anstoß da. Aber das Problem ist, dass es hier vor Hamburg eine Vollsperrung gibt. Ja, Schischruhe fühlt sich zu sehr, das ist das Problem. Rund um den Elbtunnel gibt. Dazu haben sich noch Menschen, die protestiert haben, von der sogenannten letzten Generation festgeklebt. Die werden hier im Laufe der Partie noch ankommen. Und da sehen wir das letzte Aufgebot quasi, ja, vom SSV Harztag. Es ist ganz, ganz... Vor allem, wir laufen jedes Mal ein mit dem Champions League Song. Jetzt war ich in der Allianz Arena in München, hab Mbappé Messi gesehen, PSG gegen Bayern und hab zu meinem Bruder gesagt, als sie eingelaufen sind in der Champions League, hey, da läuft unser Song. Ist das eine Frechheit. Es wird durchgemischt worden in der Aufstellung. Wie gesagt, man hatte eigentlich mit Spendi gerechnet, man hatte eigentlich mit Tayo gerechnet, man hatte mit Hugo gerechnet. Und mit wem wir auch gerechnet haben, ist Sascha Hellinger. Der ist da, der betritt hier gerade meine Kabine. Setz dich, mein Hase. Und der Mann, der ist hier, ja, der könnte theoretisch... Sascha war sehr gut als Co-Kommentator, der muss wiederkommen. Aber, lieber Sascha, ich glaube, es fehlt an Fußballschuhen. Die sind noch bei Spendi im Auto, habe ich gehört. Das ist korrekt, ja. Eieiei. Das Spiel ist freigegeben. Der SSV Harztag in den blauen Trikots, die Gäste aus Eidelstedt. Immer so diese, einfach so die 10. Liga-Hackentrick einfach so. Das Spiel ist frei. Da würde ich doch als Trainer ausrasten, aber ich mach's selber der auch. SSV Harztag. Guck mal, einfach so, Hauptsache es sieht gut aus. Ich leg dir jetzt in mit der Hacke blauen rüber. Trikots. Heftigster Fehlpass auf dem Planeten. Also der war so... Oh, ich lieb das. ...aus Eidelstedt in den gelben Jerseys, in den Textmarker-gelben Jerseys. Genau, in der Vorrunde haben wir ja gegen Eidelstedt gewonnen. Genau. Das war 7-1. 7-1, genau. Zweimal ein gewisser Amar. Amar, ey. Like, wer ihn noch kennt. Er könnte sich auch mal wieder blicken lassen hier wirklich, beim SSV. Wirklich, Amar, aber gerade, glaube ich, am Feiern gewesen mit Ron. Hier haben wir einen schönen Pass in die Mitte zentral. Boah. Ja, ist schwer zwar. Oh, da war die drauf und... Boah. Oh mein Gott, sorry, ich bin gerade zu laut. Was ein Abschluss, ey. Was ein Ding, super Pass da vorne rein. Wir haben so viele Perspektiven, das ist mega geil. Überragend. Ah, und der ist schwer zu nehmen. Und trotzdem nimmt schön er ihn. Genau. Aber Jan Zimmermann, der hat einen guten Abschluss. Jay-Z. So, Leon Heine ist das. Das Kraftpaket macht er gut bis zur Grundlinie. Pass in die Mitte. Und da kann er abschließen. Oh, das hätte schon der erste Torjubel sein können, den wir vorher abgesprochen haben. Mit euch gemeinsam, das hätte es sein können. Was habt ihr genau eigentlich abgemacht? Ich habe da mit dem Regen zu tun gehabt. Wir haben uns überlegt, dass jeder Spieler von den Leuten auf die Zuschauer und Supporten einen Torjubel bekommen kann. Ja. Individuell. Und Chef, sein Torjubel, den will ich jetzt hier nicht nachmachen. Aber wenn Chef ein Tor macht, dann wirst du es noch sehen, hoffentlich heute. Ja, ja. Sein Torjubel ist, glaube ich, wirklich, wäre sehr gern gesehen. Vor den Standards vor allem Dennis Seeker ist per Kopf stark. Da. Die 27, und der wird auch gesucht. Und da war ich auch. Mal gucken, ob ich den bekommen hätte. 27, der wird auch da war ich. Ja. Ja, guck mal, ich bin vor ihm und vor der 3. Wäre Leon da nicht gewesen? Ich hab den schon drin gesehen. Leider gegen die Latte, aber Leon, Innenverteidiger, hat ja schon, ich glaube, der hat schon 9 Tore als Innenverteidigung. Und da ist Latte! Oh mein Gott! Du ahnst es nicht! Leon Kreuz! Du hättest es ja auf der Zunge gehabt, hätte jetzt Dennis getroffen. Unfassbar! Dennis Seeker, Kopfballungeheuer! Ah, da sieht man es nochmal. Und dann Leon... Ja, guck mal! Da bin ich! Mit links, zack, ich habe den kürzesten Weg, wenn Leon nicht da ist. Hätte ein Tor werden können. Kreuz! Mit dem Nachsender. Wie kann man den denn da 2 Meter entfernt? Das ist wirklich Talent an die Latte.
Boah, richtig geil von JC gegen 3, gegen 4. Oh mein Gott, der letzte Schuss! 1-0, oh mein Gott, was ein Tor! Ich bin zu laut, sorry. Überragend! Tor. Der lässt 5 Leute stehen, das, was ich vorhin noch gesagt habe. Wir haben individuelle, starke Spieler. Er lässt 4, 5 stehen und macht das Tor. Deutsche Messi! Guck dir das... Der läuft so durch die Mitte einfach. Dann gegen 1, gegen 2. Macht er das gut? Ist das geschmeidig? Dann gegen gegen zack, zack. 3 Leute stehen gelassen mit 2. Ah, das ist super. Durch die Mitte. Was für ein Antritt. Grätsche ausgewichen. Von der anderen Seite. Springt er rüber, fällt nicht hin und bleibt cool und legt das am Torwart vorbei. Super. Super. Das ist der Musiala-Trick. Ja, es ist Must-Have bei uns in der 10. Liga. Bit 1-0. Wunderschön. Krass. Oh, der kommt durch. Das könnte gefährlich werden. Die Antwort... Na. Oh! Schiri nichts! Schiri Elfer, nichts, oder? Hey, Schiri. Nein, nein, nichts! Schiri, Ecke, das war nichts. Das ist natürlich unglücklich über den Torwart gefallen, aber niemals Elfmeterwürdig. Yep. Oh! Doch, oder? Hat den Ball nicht berührt, oder? Das ist ein Kontakt da! Ja, aber das ist ein Elfer. Das ist nicht von. Er hat den Ball nicht berührt, der Torwart. Ist ein Elfer. Ist ein Elfer. Ihm gewollt auf den Mann. Und dann mitten rein mit einem tollen Abschluss. Oh, schöner Ballpass. Was eine Kameraperspektive. Zubin. Zubin. Das wäre so heftig gewesen. Oh mein Gott. Teams, die eigentlich deutlich schwächer sind, hier Live-Übertragung gegen Hartstark ganz besonders stark. Und im Fünfer gibt es das kein Elfer. Was? Motiviert. Okay, wir haben hier den ersten Freistoß aus einer interessanten Entfernung und Position für uns, für den SSV. Aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du hierher kommst und du weißt, Leute schauen zu, du kommentierst auch noch, was ja auch. Ja, du lachst jetzt, ne? Aber. Okay, sorry. Das ist ganz schnell ausgeführt, alter Schwede, ey. Robby ist auch so geil, dass er kommentiert. Der fährt irgendwie, keine Ahnung, der ist irgendwie in Paris für irgendwas und kommentiert da für irgendeinen Sender irgendwie Champions League, die krassesten Spiele ist vor Ort in jedem Stadion als Kommentator und kommt dann immer von Köln nach Hamburg getuckert und castet dann einfach, kommentiert dann einfach die 10. Liga, den SSV Harztag. Das ist so geil, ne? Wenn du vorher noch MVP und Messi kommentieren musst und dann 2 Tage später Trimax und Chef Strobel. Krass. Da strengst du dich halt nochmal extra an, ne? Schöner Ball auf Max. Max ist nochmal prallen. Sehr oh mein schön. Gott, das schön in die Kombi. Das war auch so ein Arschritzenschuss. Das ist meine Aufgabe. Ich bin Spitze, aber ich bin falscher Neuner. Quasi ein vorgeschobener Zehner. Ja, ich lasse mich anspielen. Ich bin frei. Zieh die Innenverteidiger raus auf mich. Immer ein, schöner zwei Ball Kontakte. Max direkt zwischendurch gelegt. Super. Genau das ist meine Aufgabe. Das ist das Einzige, was ich kann. Das ist meine Stärke. Das mache ich jedes Spiel. Da werden wir am Ende der Saison auch einen schönen Highlight-Cut von mir haben. Zack, zack. Immer die anderen Stürmer und Flügelspieler gefährlich machen. Ganz schnell den Ball laufen lassen. Guter Pass. Perfekte Schussposition. Und ein Arschritzenschuss von Chef Strobel. Also wirklich so scheiße. Oh mein Gott, überleg mal. Max legt ab für Chef Strobel und der macht das Tor. Es wäre der Scorer-Punkt. Da klatsche ich ab mit Chef Strobel noch, um ihm Selbstbewusstsein zu geben. So, alles cool, gut geschossen, klatsche ich hier ab. Gelogen. Natürlich bin ich da sauer, wenn er da so scheiße schießt nach so einem Superpass. Es wäre der Scorer-Punkt gewesen für Trimax. Jetzt macht der SSV richtig ernst hier. Und Leon Heine prescht schon wieder vor im Duett mit Alex Keck. Oh, den macht hoher Ball. Butterball. Chef! Oh mein Gott. Der hatte Chancen, das Spiel. Der hatte Chancen. Gott, ich würde so gern gerade runterpullen, dass er mich hört. Ey, der muss. Dein Schuss war nicht besser gewesen. Mein Schuss war noch schlechter. Aber ich war der schlechteste Spieler des Dorfs. Des Jahrzehnts. Also ich war so scheiße. Ich war der schlechteste Spieler Norddeutschlands in der Jugend. Chef Strobel hat mal viel, viel höher gekickt und er hat 15 Jahre Fußball gespielt. Ich war einfach nur scheiße. Ich bin aus jeder Mannschaft geflogen, weil ich zu schlecht war. Das Tor machen. Wir brauchen diesen Jubel. Wir brauchen diese Stimmung. Allein für dich. Kranker Pass von Alex. Einfach aus dem Stand. Noch nicht gesehen. Guck mal. Ja, ich guck bin sehr gespannt auf den Jubel. Und der ist ein bisschen zu lang in der Luft. Und er war... Mit dem Schienbein getroffen. Er überlegt so viel. Bei immer noch leichten Nieselregen hier in Hamburg. Macht er gut. Macht er wirklich gut. Ich glaube, er hat lange gesucht nach dem Spieler in der Zentrale, der sich anbietet. Und Dennis Wagner hat den Hammer! Dennis einfach mal als Sechster, der hat auch schon so viele Tore. 2-0 für den SSV aus der zweiten. Wie sagt man aus der... ein Hieb, zweite Reihe. Aus der zweiten Reihe. Wie sagt man aus der zweiten? Aus dem Nichts aber auch. Aus dem Nichts. Dennis Wagner schaut. Da, guck mal. Ich sehe, Dennis schießt, ich laufe schon los. Alle Verteidiger stehen, ich bin nicht im Abseits, ich lauf los, weil ich
Guck mal, ich bin der Einzige, der noch läuft, weil ich auf dem Abpraller antizipiere. Wenn der Torwart da rankommt, guck mal, wenn da der Torwart rankommt und der prallt ab, ich bin da. Ich bin vor der Verteidigung jetzt. Ich bin da. Ich bin da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Zweiter Ball. Oh, der war einfach drin. Guck mal, ganz vorne bin ich schon. 3 Meter Vorsprung. Antizipiert habe ich das. Und 2-0 durch den Briefschlitz. Haben wir sogar geärgert, dass der drin war, weil ich hätte ihn einfach reinschieben können. Wie heftig es hier immer noch regnet in Hamburg. Oh, direkt die Antwort. Boah, Linus ist da. Hat er. Ja, muss raus. Der liegt. Da hat die Mauer zugeschlagen. Zusammengerasselt mit Linus. Und ja, da rasselst du aber auch erstmal in stabile 120 kg. Ich hätte einen Rückwärtshaltung gemacht, wäre ich derjenige gewesen. Und da hättest du mich schon in Luft gesehen. Der ist aber gegen eine Wand gelaufen. Okay, ich bin kurz still. Alex. Alex, sieh nochmal, der macht das so der geil. Ist immer für ein Tor. Schön, gut. Sensationeller Pass. Max, und Trimax. Max. Oh. Kriegt der Elfmeter? Nein. Ball. Okay, auf der Autobahn sieht das sehr low aus. Es gibt Elfmeter. Was? Es gibt Elfmeter. Okay, ich bin SSV, ich bin nicht, also was? Und gerade eben wurde im Vorbericht ja noch die Frage aufgeworfen, wen... Also Leute, ich habe nicht Elfmeter reklamiert, aber alle meine Mitspieler haben Elfmeter reklamiert. Der Typ tritt voll durch und es hat ganz laut geknallt. Es hat ganz laut Schuh auf Schuh geknallt. Er zieht voll durch, er will den Ball wegschießen, aber mein Fuß ist davor. Und es hat so laut geknallt, das hat sogar der Schiedsrichter auf der Außenlinie gehört. Das war ein übertriebenes Fußballschuh auf Fußballschuhknall und da wurde sofort gepfiffen. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hinfalle oder nicht schießen kann oder irgendwas. Es hat einfach so dermaßen auf den Fuß geknallt, dass sofort gepfiffen wurde. Er trifft ihn. Ich falle halt nicht hin, weil ich 1000 Kilo wiege. Das ist sofort. Ein Kontakt da. Da ist der Kontakt. Davor. Sein Spann ist abgeknackt. Es hat geknallt. Hingefallen auf 800er Ping. Ja, dann war egal. Und er zieht ihm damit quasi das Bein weg. Chat, muss man den geben? Klarer Elfmeter. Sieht low aus auf der Aufnahme. Hat aber geknallt wie ein D-Böller. Oh, aber Max schießt nicht. Ich habe den Elfmeter abgegeben an Chef Strobel. Ich war kurz davor, umzufallen. Ich hatte das war das wildeste Fußballspiel meines Lebens mit der Lebensmittelvergiftung. Das war, ich habe mich fast nicht auf den Beinen halten können. Torjubel, Chat, ihr müsst für den Torjubel dran beliefen. Chef Strobel, Chef. Tor! So Leute, jetzt macht Chef Strobel, er nennt sich überall der Sauger und er macht jetzt einen Torjubel, den er nennt die Pfeffermühle. Und er nimmt mit zwei Händen die Pfeffermühle vor sich, reibt dran und dreht und nimmt die Pfeffermühle in seinen Mund. Und nennt sich selber der Sauger. Also ich weiß nicht, wer an der Pfeffermühle saugt, aber ich würde den Torjubel anders nennen. Oder? Also ich habe noch nie eine Pfeffermühle mit zwei Händen in den Mund genommen und habe dann dran gerieben und gedreht. Oh mein Gott, der Jubel! Oh mein Gott! Ah. Sascha kann es auch nicht fassen, dass er... Ja, sensationeller Jubel. Vor allem, Robby kommt dahin, kommentiert das und sieht, wie Chef Strobel zum Torjubel einfach so ein Torjubel macht. Robby hat schon viel gesehen, aber das... Chef Strobel, den hast du mit ihm ausgemacht, ja. Den hat der Chef mit ihm ausgemacht. Guck mal, wie cool jetzt noch so FIFA-Jubelherz. Was ist das denn? Was soll das? Das war zwischendurch auch ein bisschen Musiala-Jubel, habe ich das Gefühl gehabt. Das M war für Max. Mit Flanken, der hat gute Flanken in seinem Repertoire. Dennis Seeker, der sowieso sieht es auch. Max. Er findet Jubin. Jubin. Und Alex. Da ist Alex. Kett. Alex. Max. Oh. Aber Ball ist immer noch warm. Jetzt aber. Max. Schuss. Nee, es war ein Pass, oder? Eine Mischung. War ein Schuss mit rechts. Spendi ist da. Sowas drin. Und Spendi ist da. Hugo ist da. Damit sprintet Sascha Hellinger in die Kabine. Ist mir immer wieder eine Ehre. Bis später. Mein Lieber, bis gleich. So geil einfach. Digga, wer kann schon von sich behaupten, in der Halbzeit kommen Hugo, Sascha und Spendi. Nenn mir einen Fußballverein, die Hugo, Sascha und Spendi von der Bank bringen können in der Halbzeit. Eich und ich bin sehr. Kommen noch Transfers für den SSV. Wir haben noch Transfers in der Pipeline. Die kommen wahrscheinlich noch dieses Jahr durch. Wir haben Marc Eggers mit Stefan Gehrig. Dann haben wir noch internationale Starspieler wie Aditoro, der kommen wird. Wir haben noch viele weitere Leute, die da ihre Debüts bei uns feiern werden. Tatsächlich alle offiziell mit Pass und Spielerpass und
Vereinsmitgliedschaft und so beantragt. Ultra krass. Noch mehr. Big Spin auch, klar, Big Spin. Robby will selber spielen, einmal das letzte Spiel. Robby, ja. Aditore ist der internationale Starspieler, ja. Willkommen. Wenn Papa Platte will, ja. Alle können. Sehr gespannt, wie sich Sascha gleich schlägt. Zusammen mit Max, der kommt hier, der zieht seine nasse Regenjacke an und sprintet in die Kabine. Spendi ist da, Hugo ist dementsprechend auch da, Tayo ist da. Das wird nicht. Wie groß ist denn der Kader? Wir haben 63 Leute im Kader. Keine Ahnung, was da los ist. Ganz, ganz, ganz wilde zweite Halbzeit mit Sascha Hellinger, den wir dann endlich... Stimmt, Gamer Brother möchte ich auch spielen sehen, stimmt. ...sehen, so sehr ich mich freue über ihn. Haben wir schon drüber geredet. Gleich wird er spielen. Und auch er kickt nicht so schlecht. Hardstark gegen Eidelstedt. Es geht straight Richtung Aufstieg vom SSV Hardstark. Und wir alle sind gespannt auf Hugo. Trainiert ihr auch? Nö. Oh, hab ich da schon gekotzt? Genau, da habe ich gekotzt. Guck mal, da war ich noch nicht da. Da war ich jetzt noch auf der Toilette und habe mich da noch übergeben und auf den Vom SSV Hardstack. Und wir alle sind gespannt auf... Ich war immer noch nicht auf dem Platz. Alle stehen schon auf dem Platz. Ich bin noch auf dem Klo. Hugo! Ah, nee, da bin ich jetzt. Okay, da habe ich dann direkt hingekotzt. Aber da liegt das noch nicht. Und auch Sascha Hellinger, straight vom Kommentatorenposten. Runter aufs Feld. Unsympathisch, TV und Hugo. Jetzt doch, hä? Mit am Start beim SSV. Doch. Wie geil, ey. Das ist einfach drauf. Das kam hoch. Das kam einfach hoch. Eine Portion Reis mit Galle. Hä, wie geil. Wieso hat das keiner geschickt? Aber sehr weit weg, ist klein. Hardstark, Leute. Spiel ist wieder freigegeben. Der SSV Hardstark. Die Mannschaft von Trimax in den blauen Trikots. Die Gäste aus Eidelstedt. Hugo konnte richtig gut kicken. In blau-gelb gedresst. Geil, Digga. Es ist so geil. Guckt euch dieses Bild an. Sascha wird auf der Außenbahn geschickt. Hugo läuft hinterher in der Mitte. Sascha im Sprintduell gegen zwei Verteidiger. Ist doch und geil. Jetzt wird mal Sascha Hellinger geschickt. Der Mann mit der 99. Welch eine exzentrische Rückennummer. Leon Kreuz, der hatte schon einen Treffer an die Latte heute. Sehr schön. Und da ist Hugo. Mal gucken, ob er sich hier für die Nationalmannschaft Luxemburgs qualifizieren kann. Ganz, ganz wilde Geschichte, wie Hugo an seinen Pass gekommen ist. Das war alles nicht so einfach. Er hat ja einen Aufruf gemacht in seiner Insta-Story. Wir gucken. Boah, das wäre geil gewesen, wenn Sascha direkt ein Tor geschossen hätte. Mal auf dieses Ding, was hier ganz wild durchflutscht. Gestern noch am Start gewesen, auch in Köln bei Starlet Nova. Kranker. Und jetzt schon in der Spitze beim SSV Hardstark. Das ist Leon Heine. Und der kann sowas im 1 gegen 1 auflösen. Und jetzt gibt es wieder Elfmeter. Es gibt wieder Elfmeter für den SSV Hardstack. Und wir gucken drauf und sagen... Macht Leon smart. Der Typ hat nicht einmal den Ball getroffen und trifft Leon. War wenig, aber er hat nicht einmal den Ball getroffen und trifft nur Leon mit einer Grätsche. So eine unnötige Grätsche. Also den kann man geben. Oder Chat, was sagt ihr? Ja, macht er. Ja, ist doof. Ja. Ja. Anyway, Hugo schießt! Hugo schießt in die Mitte. Der gegnerische Torwart wiegt 120 Kilo, spielt in der 10. Liga. Als ob der auf Verdacht jetzt in eine Ecke hechtet, wie in der Champions League. Wer schießt denn in der 10. Liga in der Mitte? In der 10. Liga bleibt jeder Torwart in der Mitte stehen und guckt erstmal, wo der Ball hingeht. Er wollte nach rechts. Hugo meinte, er wollte nach rechts schießen. Und er verschießt! Nein! Na, dann ist okay. Aber ich habe nichts zu melden. Ich habe schon drei Elfmeter. Ich hatte drei Elfmeter heim vor Publikum. Drei Heimelfmeter. Alle drei Elfmeter verschossen. Er versucht's mittig. Spekuliert, dass der Torwart springt. Aber der bleibt stoisch stehen. Und jetzt bekommt es geklärt. Vielen Dank übrigens an Trimax-Partner Captain Sun. Rucksäcke für jeden Anlass und jede Größe, Uni, Arbeit, Sport, Städtetrips, Back. Sehr geile Sachen, könnt ihr euch übrigens gerne gönnen. Die ganze Mannschaft hat auch Taschen bekommen, extrem geil. Packing, Wickelrucksack oder als kleiner Handtaschenersatz. Die Jungs vom SSV Hardstack verwenden den Storen All Black als Fußballtasche. Und ich übrigens auch. Und jetzt erstmal Sascha Hellinger. Gleich gibt's noch mehr zu Captain Zahn. Ah, jetzt bekommen sie das wieder in der Rückwärtsbewegung geregelt. Wir bleiben noch kurz drauf, dann gibt es auch einen Rabattcode von Captain Zahn. Jetzt ist es geklärt. Also 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment und bereits reduzierte Artikel. Boah,
Ja, hat echt einen geilen Schuss. Schöner Abschluss von Jan Zimmermann. Jay-Z, der das ganze Spiel hier überhaupt erst aufgedreht hat mit seinem Treffer zum 1-0. Und Max, der mit einer üblen Lebensmittelvergiftung hier an den Start gegangen ist. Ich war so im Arsch. Geht runter und es kommt Spendi, Boy. Ja, wir haben so einen wilden Kader, ne? Was denken die Gegner? Und jetzt wieder Jan Zimmermann. Der hat eine Übersicht, holt die nächste Ecke raus. Und Hans wird gefordert vom SSV. Referee winkt aber ab. Ich denke, zwei Elfmeter reichen. Die Szene war, glaube ich, ganz doll, ein Elfmeter. Ist auf jeden Fall für Hartstag. Dennis beschwert sich. Sag mal, Chat, helft mir mal. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Wir haben ja jetzt die Replays. Guck mal. Er ist da mit dem Rücken zum Ball. Dennis köpft komplett einfach an seinen Ellbogen. Der wäre sonst in die Mitte gegangen. Hier ist Leon und Spendi. Und der Ball geht voll gegen seinen ausgestreckten Ellbogen. Und der geht nach unten. Guck mal, der geht nach unten, der Ball danach. Mal an, wir haben ja jetzt die Replays. Guck mal. Guck mal, der wäre einfach in die Mitte gegangen, aber er geht gegen seine Hand. Was ist dann? Ist nicht Elfer? In der Champions League pfeifen die sowas immer. Angeschossen war nicht mit Absicht. Zählt doch nicht, oder? Keine Absicht. Das ist doch nicht die Regel, keine Absicht. Mit Rücken zum Ball, auch wenn der sonst in die Mitte gegangen wäre. Also in der Champions League haben die ja jedes Mal, selbst wenn der Ball nur den kleinen Finger gestriffen hat, ohne dass die Flugbahn des Balles verändert wurde, war ja alles Elfmeter. Ich würde sagen, angeschossen war nicht mit Absicht. Das ist doch eine Regel aus 2002 vom Pausenhof, Digga. Angeschossen, keine Absicht. What the fuck? Körperfläche vergrößert, daher Elfmeter. Ich sage, also, wenn das in der Champions League passiert und nochmal nachgeschaut wird hier auf dem Kasten, ist das hundertprozentig Elfmeter. Mit der neuen Handregel. Die Arme sind so außen und der Ball kommt von hinten an den Ellbogen. Klar, es ist von hinten, klar, es ist keine Absicht. Klar sieht er es nicht, aber... abgewehrt. Also sagen wir mal so, würde es hier ein VAR geben, wir sehen es da an der rechten Hand. Das ist so Hand! Ey, ich hab... Wollt ihr mich ver... Der Ball wäre bei Leon gewesen und Tor und er hält ihn wie eine Torwartparade mit dem Rücken. Aber es ist keine Absicht, aber er hat ihn ja geisteskrank gehalten. Würde es hier ein VAR geben, wir sehen es da an der rechten Hand. Guck mal, wie er seinen Körper vergrößert. Guck mal, den hält er auf, da hält er den Ball auf, das ist doch nicht Körper. Das ist hundertprozentig, da diskutiere ich auch nicht. Das ist die krasseste Hand, die ich je gesehen habe. Ey, ich habe neulich für RTL das Spiel Freiburg gegen Juve kommentiert. Da hat es auch einen Handelfmeter gegeben für Juve nach dem Handspiel von Manuel Gulde. Also... Ey, die neueste Handregel ist, du brauchst nur eine Hand haben und dann wird schon gepfiffen. Ich habe schon VARs gesehen, die da den Elfer sogar geben. Ist das bitter. Aber jetzt sind sie da. Was für eine Tour. Und aber wir hatten schon zwei. Wir hatten ja jetzt schon zwei. Jetzt die Chance, für den Gegner hier zum Kosmetiktreffer zu kommen. Oh, da ist er. Okay. Alex Keck macht sich aber schon wieder auf die Reise. Und Spendi vorne mit am Start. Jetzt hat ihn der Goalie. Schade. Wirst du nochmal reinkommen gleich, oder? Ich soll nochmal reinkommen, ja. Wir wollten mal alle, wie gesagt, schon alle Streamer spielen lassen. Aber 3-1 ist knapp. Und Spendi ist überall da, wo es war. Das war nochmal die gleiche Szene, oder? Ich glaube tatsächlich, nee. Aber es war... Ja. Das war einfach zweimal die gleiche Szene. Ja, ich dachte gerade Wiederholung. Ey, genau die das gleiche Szene. Genau das gleiche nochmal passiert. Steckt Pass Dennis Seeker und Spendi mit vollem Einsatz. Ja, naja, der Verteidiger hat den Ball nicht berührt, ne? Aber auch Spendi nicht berührt, oder? Kontakt da, aber vielleicht sagt der Referee nach zwei Strafschüssen vor euch, das reicht. Ja, vielleicht. Spendi brennt auf jeden Fall, aber richtig. Der hat Bock. Oh, schön. Mit zwei Kontakten gelöst und Jay-Z, was ein geiles Tor hat der gemacht. Zum 1-0 und jetzt trifft er! Alter, wichtig! Der schiebt den Ball immer so knapp in den Pfosten, der kann von überall einfach so gut schießen. Wichtig! Einfach Alleingänge, einfach, ach, schon beim ersten Tor. Ja. Der geht einfach, zieht ab, Tor. Aus der Tiefe des Raumes. Was ein Abschluss für eins. Sau stark. Das hatte alles seine Richtigkeit, es hat auf jeden Fall gedauert, wäre schade. Wenn es jetzt hier nicht weitergeht. Da ist Hugo am Ball. Hugo, starkes Dribbling. Wir haben es gesagt, Hugo kann kicken. Da ist aber gut. Schon abgepfiffen, leider. Niki Stemmler bringt Max Stemmler wieder rein. Wir spielen jetzt vorne im Sturm. Max Spitze, die anderen beiden Stürmer, Sascha und Hugo und Spendi rechts außen. Sowas hatten wir bisher noch gar nicht. Von Chat, von wem wünscht ihr euch gerade am meisten Tor? Also wir haben echt eine große Auswahl, wo es geil wäre, wenn die Person Tor schießt. Dennis? Boah, die Ecke ist schade. Sehr gut. Von wem wünscht ihr euch ein Tor? Hugo, Hugo, ne? Oh, das ist Hugo. Hugo, alles komplett Hugo. Oh, die Flanke ist so gut. Random. Und da ist er drin! Jan Zimmermann ist Linksfuß, der kann nichts mit rechts. War das? Und ich glaube, es
Das war Dennis, glaube ich, oder? Oder Jan Zimmermann wieder. Oder Jan Zimmermann. Es ist der dritte Treffer von Jay-Z, glaube ich. Boah, von da außen. Wow, das ist Box. So random. Eine Flanke mit einem schwachen Fuß und die ist einfach drin. Ob er den so will? Mal gucken. Nee, den will er nicht so. Ich glaube, es so random. Digga, der Torwart ist 2 Meter groß und der passt genau zwischen Hand des Torwarts und der Latte. Oh, wunderschön. Hugo ist ein kleiner Trickser, das wusste ich gar nicht. Wir haben beim großen Kick... Wow, Hugo! Das ist Einsatz. Das ist Einsatz Marke Made in Luxemburg. Genau deswegen holen wir internationale Neuzugänge. So sieht das aus. Das macht er nicht schlecht. Er will ein bisschen CR7 machen. Ne? Ein bisschen, ja. Und jetzt hier voller Einsatz. Der lebt auch fürs Team. Einmal Bein nicht getroffen. Damals war Spendi im Tor. Tatsächlich. Erinnerst du dich noch? Ja. Sascha! Und Sascha Hellinger. Oh, gegen zwei. Schieß! Was macht er? Oh, nein! Wie lange? Kommentatorenplatz. Und gleich die Chance für den 6. Treffer. Ich weiß, es ist übertrieben weit hergeholt, aber könntet ihr theoretisch bis in die Bundesliga aufsteigen? Also erstens ist das gar nicht so weit hergeholt, weil ich bin Spitzenstürmer. Zweitens, klar. Fragezeichen, Max mit einem guten Ball für Jan Zimmermann und der kann es aus dieser Distanz. Super Flanke und jetzt die Chance zum 6-1. Oh, erst verpasst, Chef Strobel und dann eine Etage zu hoch angesetzt, der Nachschlag. Ich nicht mitgespielt. Mein Bruder kann nicht mehr Fußball spielen. Der hatte 4 Knie-OPs, Kreuzbandriss und jetzt war letztes beim großen Kick ist noch, hat er 30% vom Meniskus ist noch abgerissen. Die wurden jetzt noch entfernt. Komplette Knie ist unstabil. Er kann joggen gehen, er kann Beinpresse machen, er kann eigentlich alles machen ohne Schmerzen, wahrscheinlich langfristig, aber Fußball nicht mehr. Er geht wahrscheinlich nächste Saison ins Tor bei uns. Schuss von Alex Keck. Elfmeter wolltest du in die Mitte machen, hast glaube ich ein bisschen drauf spekuliert. Nee, ich wollte Elfmeter unten rechts, ich war doch scheiße. Ja. Ich wollte auch meinen Elfmeter immer links unten machen, da bin ich zweimal rübergeschossen. Ja, der war komplett scheiße, aber das war mein erster Ballkontakt. Ja, vielen Dank auch übrigens an ESN, an den Partner dieser Übertragung hier vom SSV Harztag. Auch die neuen Spieler erhalten die Trainingsausstattung vom Partner ESN in Zusammenarbeit mit der Sportmarke. Digga, es hat so geregnet. So viele Leute auf der Tribüne. Das Stadion ist echt geil, oder? Wie findet ihr das Stadion? Klar, also gelb-blau ist mal was Neues alles, die Victoria-Farben, klar. Aber so eine Tribüne, wo 1000 Leute raufpassen und dann auch drumrum, sieht immer geil aus. Musik ist geil, die Anlage da ist fett, die Leute machen Lärm. Wir haben die Ultras mit Trommeln und Megafon, ist immer geil. Drittgrößtes Stadion in Hamburg, 5500 Leute passen rein. Und die krassesten Spiele sind da immer die Football-Spiele tatsächlich. Da ist das die einzigen Male, wo das Stadion voll ist, ist irgendein Nordderby, Victoria gegen Altona oder sowas, da wird es mal richtig voll. Dann Football, das Hamburger Football-Team ist ja sehr, sehr krass, die spielen da ab und zu. Und dann war das Event Trimax gegen Knossi-Fußballteam, da war das Stadion auch voll. Neben den neuen Outfits natürlich auch der perfekte Partner für die Fußballmannschaft hier vom SSV Harztag. Nützliche Produkte für eine gute Wasser- und Nährstoffversorgung. 5-1. Das war so Hand. Wie viel kostet Eintritt? 3 Euro. Ah ne, letztes Mal waren sogar die Stehtickets ausverkauft, ne? Sitzplatz 5 Euro, Stehtickets 3 Euro. Oh mein Gott, was ist? Indirekter Freistoß? War das ein Rückpass? Ja. Ne, war außerhalb. Er hat Hand genommen. Hat halt außerhalb des Strafraums in die Hand genommen. Boah, das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal auflösen. Mal gucken. Replay instant. Guck mal, das ist noch ein Meter. Weil Spendi ihn aber auch. Guck mal, der ist einfach so einen halben Meter außerhalb des Strafraums. Eigentlich ist das, ja, es ist ärgerlich. Er hat dafür keine rote bekommen, er macht es auch nicht mit Absicht. Aber es ist halt Kreisliga, ich würde genau das gleiche machen, Leute. Falsche Linie davor gesehen, ja. Ja, das ist außerhalb des Strafraums, gut gesehen vom Referee. Gut gesehen vom Referee und auch von Spendi. Spendi schießt. Spendi hat bei uns in der Freistoß-Challenge schon ein Tor gemacht. Und Spendi macht den? Nein, leider scheitert, nicht. Scheitert am Popo des Achters vom Gegner. Und dann der nächste Abschluss. Und das war's. Und das ist... Geiles Spiel. Geiles Spiel. Ich will, dass Sascha nochmal kommt. Hugo hat schon zugesagt, der will kommen. Und ich kann auch euch jetzt schon sagen, wir sind gerade Erster. Wir steigen so oder so auf. Deswegen wir jetzt alle Spiele noch verlieren. Wir steigen auf. Und nächste Saison geht's weiter. Auch da wird übertragen. Immer kostenlos für euch auf Twitch. Ja, deswegen, wir sind wahrscheinlich jetzt die gesamte Saison, das gesamte Fußballprojekt, so 80.000 bis 90.000 Euro minus hat es gekostet. Aber es könnte sein, dass wir in der zweiten Saison das
wieder rausholen. Aber es ist auch einfach ein Projekt, was unglaublich viel Spaß macht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass wir noch weiter übertragen, wir würden sonst nur Vlogs machen, genau wie Auswärtsspiele. Vlogs kosten ja nichts. Ne? Vlogs ist ja easy. Aber dass wir die ganzen Sachen auch live übertragen mit Kommentatoren und verschiedenen Kameras und den Kameratürmen und die ganze geile Produktion. Schaut immer gerne rein, lasst Supporter, schaut die Videos, unterstützt die Partner, die uns unterstützen, sagt euren Freunden Bescheid, dann können wir das Ganze noch so weitermachen.